Moin, 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 Leute, ich bin's wieder, euer Jack. Ich zeige euch mal wieder mein Raid, aber die andere Seite. Und zwar mit der M27 Schaft Rotpunkt. Perks Standard. Abschlussserien bekannt aus dem letzten Video von Express. Viel, viel Spaß, aber ich erzähle euch natürlich auch was. Und zwar, wie spiele ich? Natürlich das Gegenteil von meinem anderen Video. Auch in der Mitte. Gucke ich in die Mitte, gehe vor, nutze meinen Schaft, bleib dynamisch, gehe nach vorne, mach Druck, sehe, noch ein angefragt. Hol ihn gleich mit der Pistole. Und jetzt, Leute, nagelt mich bitte nicht darauf fest. Das, was ich jetzt mache, ist eigentlich komplett falsch. Und zwar, ich habe meine Waffe nicht nachgeladen. Ich war da so in Rage schon, weil ich so gut lief den ganzen Abend. Da dachte ich mir, komm, spiel ich mit Pistole, weil ich so cool bin. Natürlich in der Regel schön Waffe wechseln, nachladen wieder, wenn es geht, und weiterspielen. Und da habt ihr auch gesehen, sichere Abschüsse nicht, wenn ihr einen seht, sofort ihn verrückt da drauf ballern. Nein, abwarten, okay, ich treffe ihn sowieso nicht und auch wenn ich ihn treffe, wird er nicht sterben. Sichere Abschüsse. Schöner Rundegang gemerkt, okay, B safe, Mitte safe, kann nur noch auf A sein. Und wo war er? Auf A, woher weiß ich das? Auf A war keiner mehr, sprich, ist jemand gestorben von uns. B, Mitte war ich selber, B habe ich halt geklärt, also musste auf A sein. Bisschen Spiel überwachen, gucken und dann läuft das schon wieder. Ich sage immer das Gleiche, ich weiß, es tut mir so leid, bloß ich will, dass ihr besser werdet. Zum Gameplay selber, schaut es euch komplett an, es lohnt sich absolut. Es ist ein Hammer-Gameplay, also mir persönlich gefällt es extrem gut. Viel, viel Action, wenig Blödsinn und ja, hier wieder mal wieder die Mitte klären wollen, auch geschafft. Da haben wir schon unser Blutdrünstig. Und wie gesagt, ich habe hier mit ein paar Freunden gespielt. Meine Freundin ist auch mit dabei. Hat auf jeden Fall eine riesen Gaudi gemacht. Und ja, da habe ich gesehen, okay, A tot, schnell auf A verschieben und dieser Kill. Einfach nur schön. Und halt, wie gesagt, nutzt euer Equipment intelligent. Was ich bei vielen Leuten sehe oder was ich bei vielen Leuten merke, ist dieses, ich habe Schaft, aber ich bin ein Spieler, der stehen bleibt. Warum habe ich dann Schaft? Ich habe, keine Ahnung, irgendeine Waffe, PDW, stehe aber hinten. Warum habe ich nicht ein Sturmgewehr oder sogar was anderes? Also Leute, spielt mit eurem Equipment entsprechend. Und hier der unlogischste Moment für mich aktuell in Black Ops 2. Und zwar hier schön Mitte klären wollte ich mit dem Auto, damit so gut läuft schon. Ah, kommt keiner, kein Problem, fahr rein. Sehen links, springen. Ja, kein Hitmarker, nichts. Kommt vor, ich würde nicht sagen, dass es ein scheiß Spiel ist, aber es kommt vor, es ist, ich mag Black Ops 2. Muss ich ehrlich sagen, ich mag Black Ops 2, bei mir läuft es einfach nur gut. Dann gleich auf B verschoben, nicht Mitte, Mitte war geklärt, einerseits und B ist gestorben. Und achtet jetzt mal bitte darauf, wie ich spiele. Viele machen den Fehler, die laufen einfach nur durch, zielen, laufen, jump and run und so weiter. Ihr seht, ich versuche mich von Position zu Position zu bewegen, also... Also jetzt laufe ich durch, weil auf A wurde angesagt, passt. Aber davor, vom einen Stein zum nächsten Stein und so weiter und so weiter. Und ich nutze auch Killstreaks intelligent, nicht nur um Kills zu machen und so weiter, sondern ich sage, hey, wenn da oben A-Haus ist, dann würde ich mir welche aufhalten. Und wie gesagt, das Gameplay ist nicht lange, weil ich extrem abgegangen bin. Und jetzt vor allem die letzte Runde, nochmal so ein schönes Traumding. Also, Leute, allgemein zu sagen, wie spielt man so eine Map, wie mache ich das alles, spielt mit Kopf. Wenn ihr mit Verstand spielt, dann gewinnt ihr wirklich meistens. Und zwar Situationen 1 gegen 3, 1 gegen 4 und so weiter und so weiter. Das ist dann alles kein Problem. Sogar wenn ihr unter Druck seid, Bombe gelegt, ihr seid nicht da, schaut jetzt euch die Runde an. Hier wieder, Mitte gemacht, in Bewegung geblieben, mit Schaft. Ich mache es ihm schwer. Dann schnell auf A verschoben, wollte helfen. Weil die auf A natürlich konzentriert waren auf den anderen auf A. Hat mich eigentlich kommen sehen. Dann hab ich mir, hau die Drohne raus, auf einmal steht da oben ein Scharfschütze. Natürlich den verpasst. Und wollte ihn einfach nur hinhalten, kommt nicht. Und was passiert? Alle sind tot. Und ich wollte noch, musste eine Bombe noch beschützen. Und die haben noch einige gelebt, noch drei Stück. Und jetzt haben wir so eine 1 gegen 3 Situation. Hier Waffe leer. Nicht jetzt nachladen. Jetzt war es zum Beispiel richtig. Jetzt nicht nachladen und Pistole nehmen. Und erstmal die Bombe klären. Gucken, dass ich jetzt selber nicht sterbe und sofort die Bombe klären. Das ist entscheidend. Wieder gut, klassische Situation. Wächter aufstellen, läuft. Und hier, muah, Lucky Moment. Wie das passieren könnte, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, es hat euch das Gameplay auf jeden Fall gefallen. Ich werde mich bald wieder melden mit wahrscheinlich was komplett Neuem. Ich hoffe, es wird euch gefallen. In diesem Sinne, mal ein 13-0 rausgehauen auf Raid. Sowas kommt vor, nicht immer, aber immer öfters. Also, Freunde, macht's gut. Ciao.